besetzte Wohnungen in Heslach geräumt. Das Aktionsbündnis Recht auf Wohnen will das nicht hinnehmen und kündigt weitere Proteste an. Schwarzer Sonntag. In Baden-Württemberg sind innerhalb weniger Stunden zwei Kleinflugzeuge abgestürzt. Die beiden Piloten kommen dabei ums Leben. Und Riesensaison. Der Riesen. Trotz Halbfinal-K.O. haben die Ludwigsburger Basketballer die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Ja, und damit willkommen zum Journal am Montag hier bei regio.tv. Genau 4 Wochen und 2 Tage, so lange haben die beiden Familien in den 2 besetzten Wohnungen in Stuttgart-Heslach gelebt. Mit der Aktion wollten sie auf die Wohnungsnot in der Landeshauptstadt aufmerksam machen. Heute Morgen wurden sie geräumt und das, obwohl die Wohnungseigentümer am Wochenende noch Gesprächsbereitschaft gezeigt hatten. Begleitet wurde die Räumung von einem Großaufgebot der Polizei. Am Himmel schwirrt eine Drohne. Die Wilhelm-Raabe-Straße ist gesperrt. Die Polizei hatte befürchtet, dass es bei der Räumung der beiden besetzten Wohnungen zu Unruhen kommen könnte. Aber der Einsatz ist friedlich verlaufen. Es gab, als wir ins Haus gekommen sind und auch hier in der Straße, keine wahrnehmbaren Proteste, eine leichte Solidarisierung gegebenenfalls von verschiedenen Anwohnern, auch jemand hier im Haus, der dann gefragt hat, was soll diese ganze Aktion? Doch die Solidarität der Anwohner nützt nichts. Gegen 10 Uhr fährt der Umzugswagen vor. Nach und nach werden die Möbel aus den besetzten Wohnungen geräumt. Hierfür fehlt den Aktivisten vom Aktionsbündnis Recht auf Wohnen, das die Hausbesetzer unterstützt, jegliches Verständnis. Noch am Sonntag hatten die Eigentümer Kontakt mit ihnen aufgenommen und darum gebeten, Forderungen mitzuteilen. Diesem Aufruf sind die Besetzer gefolgt. Sie haben dann ein Angebot gemacht, das auch nochmal konkretisiert, auch nochmal ihre Bereitschaft signalisiert und ist die Eigentümern jetzt ohne eine Antwort ein paar Stunden später am nächsten Morgen hier mit einem riesen Polizeiaufgebot steht und zwangsräumen lässt. Also da muss man dann nichts zu sagen. Also das spricht Bände. Einige dieser Möbel gehören auch Rosevita Thomas, die in einer der besetzten Wohnungen gelebt hat. Sie haben wir heute Morgen nicht angetroffen. Ihren Einsatz gegen Wohnungsnot und Leerstand unterstützt auch die Linksfraktion im Gemeinderat. Wir haben schon lange Anträge gestellt, dass man bei der Stadt die Zweckentfremdung auch wirklich umsetzen kann, braucht es Personal. Leider gibt es dafür noch keine politischen Mehrheiten. Ich denke, nach dieser Aktion muss klar sein, wir brauchen das Personal, um Leerstand effektiv zu beseitigen. Und auch von der Seite der Aktivisten kann sich die Stadt auf weitere Proteste einstellen. Wenn die Stadt hier auch nicht reagiert, dann werden wir selbst aktiv. Tun dafür Sorgen zur Not, dass wir uns den Wohnraum, ein Menschenrecht, einfach nehmen. Bevor 4000 Menschen hier in der Notfallkartei vom Wohnungsamt sind, das ist doch kein Zustand in dieser Stadt. Und es ist völlig legitim, dass sich Leute dagegen wehren. Doch Innenminister Thomas Strobel hat in einer Pressemitteilung klargestellt, dass er in Baden-Württemberg keine besetzten Häuser dulden werde. Und so hat die Gerichtsvollzieherin die beiden Wohnungen in der Wilhelm-Raabe-Straße wieder an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Ja, viel Kritik also an der Stadt Stuttgart. Die lassen wir daher an der Stelle auch zu Wort kommen. Mein Kollege Lukas Schäfer hat mal im Rathaus beim Pressesprecher Sven Mattis nachgefragt. Herr Mattis, wird den Bewohnern nun eine Notunterkunft gestellt? Wir sprechen ja von Hausbesetzern. Also alle die heute Morgen nicht rechtmäßig dort angetroffen worden sind, sollen nun zu ihren Adressen zurückkehren, wo sie in Stuttgart gemeldet sind. Wenn sie dem Sozialamt glaubhaft versichern können, dass sie dorthin nicht zurückkehren können, also von Obdachlosigkeit betroffen wären, dann steht ihnen eine Notunterkunft bereit. Was ist denn der Unterschied zwischen Notunterkünften und Sozialwohnungen? Eine Notunterkunft steht all denjenigen offen, die kurzfristig von Obdachlosigkeit betroffen sind, die quasi kein Dach mehr über dem Kopf haben. Sozialwohnungen werden nach einer bestimmten Kriterienvorgabe vermittelt und sie sind auf Dauer ausgerichtet. Wie geht es speziell bei diesen Bewohnern jetzt weiter? Werden ihnen Sozialwohnungen weitervermittelt? Wenn ja, wie lange dauert das? Jeder hat das Recht, sich beim Amt für Liegenschaften und Wohnen zu melden und sich auf der sogenannten Vormerkdatei vormerken zu lassen. Das sind die Menschen, die einen Anspruch geltend machen auf eine Sozialwohnung. Und das Amt für Liegenschaften und Wohnen prüft sehr genau, ob die Kriterien zutreffen, ob es eine Berechtigung gibt, in eine Sozialwohnung einziehen zu können. Und da wird sich niemand vordrängeln können. Was passiert mit dem Hausbesitzer? Gibt es dort ein Bußgeld oder Ähnliches?
Wir wissen, dass das Haus vor kurzem den Besitzer gewechselt hat, kennen jetzt auch den Kontakt zu dem neuen Besitzer. Wir werden auch Kontakt mit ihm dann eben aufnehmen, um klarzumachen, dass Leerstand in Stuttgart eben nur für 6 Monate geduldet ist. Wir werden auch ganz klare Fragen stellen, und zwar wie lange denn dieser Leerstand geplant ist und vor allem auch, wann die Wohnungen wieder belebt werden sollen. Heute Nachmittag haben wir erfahren, dass die beiden betroffenen Familien auf eine Notunterkunft verzichtet haben. Das vollständige Interview finden Sie bei uns auf Facebook. Ein Thema, das uns mit Blick auf die Wohnungsknappheit sicher immer wieder beschäftigen wird. In Baden-Württemberg sind gestern innerhalb weniger Stunden 2 Kleinflugzeuge abgestürzt. In beiden Fällen kamen die Piloten ums Leben. Beim Absturz in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis verstarb ein 73-Jähriger. Beim Unglück in Nürtingen im Landkreis Esslingen ein 60-Jähriger. Ein Zeuge hat dort die Polizei alarmiert, weil er den Aufprall des Ultraleichtflugzeuges in dem Waldgebiet gehört hatte. Da die Unglücksstelle im Wald aber nur schwer zugänglich war, hatten die Einsatzkräfte zu Beginn Schwierigkeiten, den Absturzort zu lokalisieren. Man hat über das Smartphone des Anrufers eine genaue Standortbestimmung vornehmen können. Und wir konnten so dann zielgenau und die Einsatzkräfte in die Einsatzstelle bringen. Für den Piloten kommt aber dennoch jede Hilfe zu spät. Er ist vermutlich sofort bei dem heftigen Aufprall getötet worden. Die Absturzstelle, so wie ich das erfasst habe, war etwa 100 Meter lang, also vom Einschlag in die Bäume bis dann zum Auffinden des Wracks. Warum das Flugzeug in das Waldstück geprallt ist, steht derzeit noch nicht fest. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ja, kurze Pause, dann heißt es bei uns raus mit Applaus. Die MHP-Riesen Ludwigsburg verlieren die Playoff-Halbfinalserie gegen Alba Berlin mit 0:3, blicken aber trotzdem auf eine unglaubliche Saison zurück. Mehr dazu gleich hier. Herzlich willkommen zurück. Das war es dann auch für die Riesen. Eine unglaublich intensive Saison ging gestern Spätnachmittag mit der 88:91 Auswärtsniederlage bei Alba Berlin zu Ende. Eine beeindruckende und noch dazu sehr erfolgreiche Spielzeit. Wir haben ein paar Zahlen, die das belegen. 67 Spiele haben die MHP-Riesen zwischen dem 19. September und dem 27. Mai in der Bundesliga, Champions League und Pokal absolviert. Fast schon unmenschlich. 50 Mal durften die Riesen über einen Sieg jubeln. Beachtlich bei einem Etat, der nur im Liga-Durchschnitt liegt. 7-mal ging es in dieser Saison allein gegen Bayreuth. 6-mal konnten die Riesen diesen Vergleich für sich entscheiden. 6-mal ging es allerdings auch gegen Alba Berlin. Dieser Vergleich ging mit 0:6 verloren. Aber auch wenn am Ende in der Halbfinalserie gegen Alba Berlin Schluss war, die MHP-Riesen dürfen sich erhobenen Hauptes von einer grandiosen Saison verabschieden. Ja, also seit ich hier bin, ist es die beste Saison, die wir gehabt haben. Und mit 26 BBL-League-Siege und auch mit Verletzungen. Wir hatten 3 große Verletzungen mit Johannes Thiemann, mit Dwayne Evans und auch mit Justin Sears, dass wir so viel erreicht haben, ist erstaunlich. Die Saison 17-18 geht in die Geschichtsbücher des Ludwigsburger Basketballsports ein. Fragt sich nur, wie lange. Kann der Verein das Geleistete in der kommenden Saison bei steigendem Erwartungsdruck bestätigen? Und natürlich bleibt die wichtigste Frage, wie lange können die Riesenerfolgsgarant Sean Patrick, Vertrag bis 2019, halten? Denn irgendwann möchte der US-Amerikaner dann vielleicht doch nochmal einen Titel gewinnen und nicht nur jede Menge Komplimente einkassieren. Ja, ich würde gerne hier einen Pokal gewinnen. Ich habe als Spieler Meisterschaften gewonnen, ich habe als Coach Meisterschaften gewonnen, ich habe noch nicht die BBL-Meisterschaft gewonnen, aber es wird am besten hier in Ludwigsburg. Das ist aber erstmal Zukunftsmusik. Morgen um 19 Uhr wird das Team in der Rundsporthalle aber erstmal noch gebührend in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Ja, von der nationalen Sportbühne wechseln wir jetzt kurz auf die internationale Showbühne und da erwarten Sie diese Herren. Feiert die größte Party des Jahres mit Nickelback auf Feed the Machine Tour mit Special Guest Cedar. 6 Shows in Deutschland. Jetzt Ticket sichern.
Ja, und mit etwas Glück können Sie dabei sein. Wir verlosen 3x2 Eintrittskarten für das Konzert von Nickelback am 4. Juni in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Die Karten sind exklusiv für einen Bereich nahe der Bühne und werden so im Verkauf nicht angeboten. Wenn Sie sich einen dieser besonderen Plätze sichern wollen, besuchen Sie unsere Facebook-Seite. Da finden Sie das Gewinnspiel und was Sie tun müssen, um die US-Rocker live zu erleben. Ich wünsche schon mal viel Glück. Ja, und hier folgen jetzt noch die Wetteraussichten für diese Woche. Die wird wieder etwas unruhiger, es bleibt aber warm. Ihnen noch einen schönen Montagabend, danke fürs Zuschauen und bis morgen zu einer neuen Ausgabe des Journals. Ab 18 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Gewitter sind auch am Dienstag ein Thema. Schon ausgangs der Nacht sind erste kräftige Schauer unterwegs. Ja, und im Tagesverlauf kommen neue dazu. Da bilden sich teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Lokal müssen wir auch mit Unwettern rechnen. Es kann zu Starkregen, eventuell auch zu Hagel und Sturm kommen. Aber es bleibt warm mit 20 bis 27 Grad. Auch für den Großraum Stuttgart gibt es im Tagesverlauf einige Schauer und Gewitter. Am Vormittag nur einzelne, am Nachmittag kann es dann mal häufiger krachen und gewittern bei Topwerten von um die 25 Grad in der Stuttgarter Innenstadt. Am Mittwoch nimmt das Gewitterrisiko ein bisschen ab, aber am Feiertag und am Brückentag wird es wieder ziemlich ungemütlich. Wir müssen auch wieder mit Unwettern rechnen. Aber zum Wochenende, da kann sich das Wetter ein bisschen beruhigen. Die Schauer und Gewitter werden weniger und es bleibt recht warm.